letztere Chance. Nicht nur Christinas Hüfthöschen lassen die Herzen, vor allem der männlichen Fans, höher schlagen. Auch im engen Schwarzen kann sie sich wahrlich sehen lassen. Da dürfte es für die Singlefrau ja kein Problem sein, mal wieder einen Freund zu finden. Ich habe bis jetzt nicht viele deutsche Männer getroffen. Aber die, die ich kennengelernt habe, waren sehr nett und ziemlich cool. Wir werden sehen, was passiert. Vielleicht lerne ich ja heute einen kennen. Das, sagt sie, fällt ihr aber gar nicht so leicht. Zu oft wurde sie verletzt und ausgenutzt, ausgerechnet auch von Menschen, denen sie vertraute. Deshalb ist sie jetzt ganz besonders vorsichtig, natürlich vor allem bei Männern. Es ist wichtig für mich, dass er selbst ist, dass er individuell ist, einen eigenen Stil hat und weiß, wo es lang geht, privat und beruflich, dass er aber trotzdem kein arroganter Schnösel ist. Christina ist gerade mal 22 Jahre alt, doch sie kennt das Scheinwerferlicht schon seit 10 Jahren. Jetzt ist sie extra nach Deutschland gekommen, um uns ihr neues Lied und ihr neues Album vorzustellen. Gedanklich ist sie aber schon wieder viel weiter. Vor dem nächsten Album will ich einen Film drehen. Ich bin echt aufgeregt und suche nach dem richtigen Drehbuch. Wenn ich es nicht finde, werde ich es eben mit jemandem entwickeln müssen, der sein Handwerk und meine Vision versteht. Im Video zu ihrem Song Dirty zeigte sich Christina Aguilera so super sexy und lasziv, dass sie in Amerika für einen regelrechten Skandal sorgte und die Sittenwächter auf den Plan rief. Wenn ihr geplanter Film ein ähnlicher Kracher wird, dann können